Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Staatsangehörigkeitsrecht ist das vornehmste Recht unseres Staates. Und deswegen ist es richtig und notwendig, dass diese Regierungskoalition Handlungsfähigkeit zeigt und richtige Anpassungen vornimmt. Ich kann es gar nicht nachvollziehen, dass es hier Kritik gibt an drei Punkten, die eigentlich für jeden selbstverständlich sein sollten. Wir wollen keine Einbürgerung von IS-Terroristen. Wir wollen keine Einbürgerung von Vielehen. Und wir wollen, dass man sich in deutsche Lebensverhältnisse einfügt. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein und kein Anlass für Kritik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Opposition hat im Wesentlichen vier Kritikpunkte vorgebracht gegen unseren Gesetzentwurf. Es seien Änderungen im Eilverfahren gewesen. Wir hätten hier eine Staatsangehörigkeit auf Probe geschaffen. Es gäbe eine Zweiklassenstaatsangehörigkeit. Und wir würden uns dann auch noch der Leitkultur annehmen. Ich kann Ihnen sagen, alle vier Kritikpunkte sind unberechtigt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst zum Eilverfahren. Das überrascht mich dann ja schon. Wissen Sie, wenn man an diesem Gesetz jetzt eines kritisieren kann, dann allenfalls, dass es nicht schon früher gekommen ist, weil wir es dann hätten einsetzen können gegen viel mehr IS-Terroristen, um diesen die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Und es ist ja hier keine neue Diskussion, damit Sie sich das noch mal anschauen. 2014 hat meine Bundestagsfraktion das bereits aufgegriffen. Und die Änderungen im parlamentarischen Verfahren, die Sie als überhöht kritisieren, die hat die Innenministerkonferenz bereits 2018 vorgeschlagen. Ich finde, das ist genug Zeit, um das mal nachzulesen, selbst für Linke und Grüne, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und deswegen, hier kann von einem Eilverfahren keine Rede sein, von einer Staatsangehörigkeit auf Probe im Übrigen auch nicht, denn wir wollen, dass man auch 10 Jahre, nachdem man bei seiner Identität getäuscht hat, diese Staatsangehörigkeit noch verlieren kann. Und ich sage Ihnen mal was, täuschen bei der Einbürgerung, das ist kein Kavaliersdelikt, sondern wenn man das macht, muss man auch Konsequenzen tragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann ein besonders schönes Bonmot, Zweiklassenstaatsangehörigkeit heißt es hier. Denn klar ist, mit unserem Gesetz können wir natürlich Deutschen wegen Artikel 16 des Grundgesetzes und dem Verbot der Staatenlosigkeit nicht ohne weiteres die Staatsbürgerschaft entziehen, wenn sie sich einer terroristischen Vereinigung anschließen. Bei Doppelstaatlern geht das allerdings sehr wohl. Und jetzt sagen Sie, oh, das ist ja eine ganz schlimme Schlechterstellung für die Doppelstaatler. Ich sage Ihnen mal zum Thema Doppelpass eines. Das ist in der Regel eine freiwillige Entscheidung. Und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion braucht man nicht erklären, dass wir es besser finden, wenn man sich für einen Pass entscheiden würde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das alleine zeigt doch eigentlich, wie richtig es ist, Kritik an der doppelten Staatsbürgerschaft zu üben. Und dann das Thema Leitkultur. Das ist ja wirklich das Absurdeste an der Diskussion. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Grüne und Linke haben etwas dagegen, dass man bei der Einbürgerung sich in deutsche Lebensverhältnisse einordnet. Ich frage mich, wie kann man da etwas gegen haben? Und wenn es jetzt heißt, die Grünen seien eine so tolle bürgerliche Partei, dieser Auftritt heute hat gezeigt, die Grünen sind eine linke Partei, die ein falsches Verhältnis zum Staat und zur Staatsangehörigkeit haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und nichts anderes. Und die Einzigen, die für die Staatsangehörigkeit in diesem Parlament jetzt die richtigen Schwerpunkte setzen, sind CDU, CSU und die SPD, die hier wirklich gute Beiträge geleistet hat. Und die Handlungsfähigkeit dieser Koalition wird durch dieses Gesetz unterstrichen. Und noch eines dann zu den Patrioten am ganz rechten Rand des Parlaments. Sie haben ja auch einen Gesetzentwurf vorgelegt. Ich will Ihnen sagen, unser Gesetzentwurf geht diesmal durchaus weiter als Ihrer und ist konsequenter. Das heißt, wenn man was für die Staatsangehörigkeit tun will, ist die AfD zu lasch. Da sind also CDU, CSU, SPD mit besseren Gesetzen dran. Und Ihre Vorschläge sind sachlich falsch. Wir stimmen für diesen Antrag. Die Handlungsfähigkeit der Koalition ist unterstrichen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache.